In diesem Video geht es um Innovationen, also Neuentwicklungen, und gefragt wird hier nach Grundprinzipien. Grundprinzipien, um Innovationen zu entwickeln. Kann man das überhaupt so sagen? Ist nicht eine Innovation irgendwo was sehr Kreatives, was man nicht wiederholen kann? Oder gibt es tatsächlich solche Grundprinzipien? Ich gehe davon aus, dass es diese Grundprinzipien gibt und ich orientiere mich da so ein bisschen oder sogar ein bisschen mehr an Peter Drucker, der sich dazu mal geäußert hat. Sie wissen, Peter Drucker ist einer der größten Managementlehrer, die es überhaupt je gab. Und er hat sich dazu geäußert in seinen Büchern, nach welchen Grundprinzipien Innovationen entwickelt werden. Und zwar sind es im Wesentlichen 5 Grundprinzipien. Das erste Prinzip lautet: analysiere die Chancen. Analysiere die Chancen. Das heißt nicht, analysiere die Probleme, sondern analysiere die Chancen. Jemand anders hat mal gesagt, jedes Problem ist ein noch nicht erschaffenes Produkt oder eine noch nicht existierende Dienstleistung oder sogar ein noch nicht gegründetes Unternehmen. Das heißt also, man schaut sich Probleme an und es gibt viele, viele, viele Probleme auf dieser Welt und analysiert die Chancen für Produkte, Dienstleistungen, Unternehmensgründungen, die in diesen Problemen drinstecken. Und je brennender die Probleme sind, je größer die Spannung ist zwischen dem, was Menschen sich wünschen und dem, was ist, desto größer sind im Prinzip die Chancen für eine erfolgreiche Innovation. Also das würde ich noch ergänzen wollen. Analysiere die Chancen spannungsorientiert. Spannungsorientiert bedeutet, wo ist die größte Spannung zwischen dem, was Menschen sich wünschen und dem, was tatsächlich ist. Ja, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem, was sein soll, was Menschen wünschen, was Menschen gerne hätten und dem, was sie tatsächlich haben. Und da sind die Chancen am größten. Dann zweitens, stelle Fragen, beobachte und höre zu. Stelle Fragen, beobachte und höre zu. Ja, das ist doch ganz klar, das mache ich doch auch. Nein, die meisten Menschen machen das nicht. Die meisten Menschen sind absolut senderorientiert und wenig daran interessiert, Dinge neu zu lernen, Veränderungen zu beobachten und zuzuhören. Neutral zuzuhören, ohne direkt da eine Wertung reinzubringen oder ihre eigene Meinung zu sagen. Und erfolgreiche Menschen sind in der Regel sehr, sehr gute Beobachter. Beobachten, ich bin ein großer Fan von Beobachten. Ich bin weniger ein Fan davon, Fragen zu stellen, obwohl das auch sinnvoll sein kann. Kommt aber sehr auf die Fragen an. Sondern ich persönlich meine, dass Beobachtung noch stärker ist als Fragen stellen. Also man trainiere seine Beobachtungsgabe, sein Wahrnehmungsvermögen für Veränderungen. Drittens, sei einfach. Peter Drucker hat das so schön gesagt, die Innovation, die muss so einfach sein, dass viele, viele Menschen es beobachten und sagen, Mensch, warum bin ich da selber nicht drauf gekommen? Es ist doch so einfach. Ja, sei einfach. Versuche nicht gleich die ganze Welt zu verändern und zu revolutionieren, sondern sei einfach. Fang mit einer einfachen Sache an, die man dann immer noch weiterentwickeln kann. Ja, das Auto, das wir heute fahren, hat mit dem Auto, das damals gebaut wurde von Carl Benz, das allererste Auto, auch nichts mehr zu tun,
sondern ist immer weiterentwickelt worden. Aber irgendwo muss ein Anfang gemacht werden. Und dieses erste Auto war im Grunde eine Pferdekutsche mit einem Motor hinten drauf. Sehr einfach. Ja, sehr einfach. Trotzdem natürlich revolutionär und hat viele Widerstände hervorgerufen, aber es war zunächst einmal einfach und kann dann weiterentwickelt werden. Dann fang klein an. Auch das wird sehr oft nicht richtig gesehen. Die großen Veränderungen der Welt haben oft sehr, sehr klein angefangen. Das erste Auto wurde in einer Hinterhofwerkstatt in Mannheim entwickelt. Sehr klein, sehr unauffällig und unter dem Gespott der Leute. Und das findet man sehr oft, dieses Element, dass die großen weltverändernden Dinge oft ganz, ganz klein anfangen. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip, um Innovation selber zu entwickeln, dass man klein anfängt, aber eben irgendwo anfängt. Und Peter Drucker ergänzt das noch, fang klein an, aber, sagt er, aber strebe die Führung an. Ja, wenn man der Erste ist mit dieser Innovation, sollte man auch sehen, dass man der Erste vorneweg bleibt. Das heißt aber auch, mit der Innovation ist es nicht getan, sondern es müssen Folgeinnovationen, Verbesserungen, Optimierungen, vielleicht auch sogar eine nächste Stufe der Entwicklung, müssen folgen, damit man diese Führung behalten kann. Denn Innovationen werden irgendwann kopiert. Wenn sie nicht kopiert werden, dann war es von Anfang an keine gute Idee. Das heißt, dass eine Innovation dann kopiert wird, ist im Grunde das größte Kompliment, was man dieser Innovation machen kann. Ja? Aber wenn das passiert, und es passiert, wenn die Innovation gut war, passiert das, hundertprozentig passiert das, muss man sehen, dass man weiter die Führung, die man dadurch hatte oder hat, dass man der Erste war, weiter ausbaut. Alles Gute, Marius Ebert. Hallo, Marius Ebert hier mit einem Hinweis in eigener Sache. Dieses Video gehört zu meiner Internetpräsenz, die besteht aus Tausenden von visuellen und akustischen Lernhilfen. Und diese Plattform, diese Präsenz möchte ich gerne erhalten und ausbauen. Ich möchte das nicht deaktivieren müssen. Ich bin aber in einem Konflikt. Und der Konflikt resultiert daraus, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und auch ich meine Rechnungen bezahlen muss. Meine Internetpräsenz geht vom kurzen Definitionsvideo über die Beantwortung von Prüfungsfragen, das Vorrechnen von Aufgaben bis zum Webinar, in dem kompliziertere Sachverhalte erklärt sind. Und alle diese Lernhilfen stelle ich der Internetgemeinschaft kostenlos zur Verfügung bisher. Mein Konflikt resultiert daraus, dass das Ganze mittlerweile eine Dimension erreicht hat, die von mir eine Entscheidung verlangt. Und zwar bekomme ich sehr, sehr viele Anfragen aus dieser Richtung der kostenlosen Nutzer, aber auch sehr viele Anfragen von den Kunden meines Shops. Und die Kunden meines Shops sind die, die bezahlen. Die anderen Leistungen, ich sagte es schon, sind kostenlos. Ich möchte gerne beides erhalten. Ich möchte im Sinne von Unterstützung, von Bildung, Unterstützung, von Hilfe für Prüfungen. Es sind ja auch sehr, sehr viele konkrete Prüfungstipps von mir kostenlos erhältlich. Möchte ich das erhalten? Ich möchte es nicht deaktivieren müssen. Und aus diesem Grund, aus diesem Konflikt heraus,
bitte ich Sie um eine Spende von mindestens 10 Euro. Überlegen Sie, ob diese Ressourcen Ihnen einen Nutzen bringen oder gebracht haben, der mindestens 10 Euro wert ist. Gerne mehr, aber mindestens 10 Euro. Das ist meine große Bitte, damit ich auch in diese Richtung weitermachen kann. Ich möchte auch das ausbauen. Ich möchte auch hier Anfragen und Anregungen, die kommen, beantworten, entsprechende Videos produzieren. Ich möchte diese Arbeit gerne fortsetzen. Nur damit das funktioniert, brauche ich Ihre Unterstützung. Meine Bitte also, noch einmal wiederholt, mindestens 10 Euro als Spende und leisten Sie doch, wenn Sie für sich entscheiden können, dass der Nutzen für Sie mindestens 10 Euro wert ist. Wenn Sie diese Frage für sich positiv beantworten können, dann leisten Sie doch bitte Ihre Spende über PayPal. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als auf den Link unter diesem Video zu klicken und alles andere ergibt sich dann selbsterklärend. Das ist meine große Bitte. Unterstützen Sie diese Ressourcen, unterstützen Sie mit, dass Menschen dort Hilfe finden in diversen Situationen, oft Prüfungssituationen. Unterstützen Sie dieses Projekt. Bitte spenden Sie mindestens 10 Euro. Vielen Dank, Marius Ebert.